Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das heute ist zwar nur in An- und Abführung ein Freundschaftsspiel, aber gleichzeitig natürlich auch ein ernsthafter Test für diese beiden Mannschaften kurz vor Saisonbeginn, Sebastian. Ja, beide Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie stehen. Und ich denke mal, die Trainer werden auch gespannt sein. Beide haben große technische Qualitäten. Hoffentlich sehen wir die heute auch. Also Tom, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Begegnung. Ja, klasse Abwehrleistung. Spiel, das hat er drauf, ohne Frage. So, und jetzt gibt es gleich eine Ecke. Und das können sie. Jetzt hat er den Platz. Ah, der Pfosten steht im Weg. So, sie haben mehrere Varianten drauf in puncto Eckbällen. Für welche entscheiden sie sich? Dankbarer Ball für den Keeper. Und der Torwart jetzt mit dem Abwurf. Bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Cristiano Ronaldo. Ja, vielleicht ist er ganz knapp, geht der Ball vorbei. So, der kann die Bälle in die Räume spielen. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Oh, das könnte jetzt ganz gefährlich werden, wenn er jetzt nur noch die Nerven behält, eine gute Flanke schlägt. Ja, der hätte ein bisschen konzentrierter zum Kopfball gehen müssen. So war der Ball nicht drin. Ja, Cristiano Ronaldo. Ja, das sieht man gleich, der hat das Auge für den Mitspieler. So, jetzt müssen wir langsam die Hereingabe kommen. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Klasse Ball und das über diese Entfernung. Und jetzt müsste die Flanke kommen. Ja, der ist gut, der ist lang und der kommt auch. Achtung, Cristiano Ronaldo. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Den Ball führt Cristiano Ronaldo. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. So, den muss er jetzt verwandeln. Der passt! Sollte man noch mal beim Training vorführen. Einfach perfekt, wie er diesen Ball in der unteren Ecke platziert hat. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Super Pass. Jetzt hat er gerade einen Lauf. Ja, das sieht gut aus.
Ja, knapp im Abseits. Oh, das könnte Abseits gewesen sein. Müssen wir uns nochmal anschauen. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Ja, der Ball war im Tor aus, ganz klar. Und das muss jetzt Abschluss geben. Und Cristiano Ronaldo. Also der Ball schwenkt ihn förmlich. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Schönes Zuspiel zum freien Mann. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinem Start. Ganz alleine stand er da. Ganz alleine, aber leider halt auch im Abseits. Sehr enge Partie hier, ausgeglichen. Und deswegen ist natürlich hier die Spannung im Stadion fast kalt. Ja, das bringt doch gar nichts mehr, einen verletzten Spieler weiter im Team zu halten. Er muss ausgewechselt werden. Herrlicher Pass. Jetzt versuchen sie da hinten mit Mann und Maus ihr Tor sauber zu halten. Richtig so. Zu 0 und damit wissen wir, dass für die zweite Hälfte eigentlich noch alles drin ist. Ja, das ist ja wirklich schade. Da kommt man ins Stadion, auch die Zuschauer, und man erwartet ein schönes Fußballspiel. Viele Chancen, viele Tore, all das war es noch nicht in der ersten Halbzeit. Also wir hoffen, wie Sie wahrscheinlich auch, auf die zweiten 45 Minuten. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. Und die zweite Halbzeit läuft. Das hat er gut gesehen. Und jetzt spielen sie die Abwehr schwindlig. Ja, überhaupt kein Problem. Es gibt einen Wurf. Den Ball flach nach innen. Ah, klasse. Cristiano Ronaldo. Oh, böses Foul, das muss Freistoß geben. Warum? Aufgepasst, Cristiano Ronaldo, der passt genau. Jetzt hat er schon zwei Tore geschossen und das muss nicht sein letztes gewesen sein. Also so langsam müssen Sie es aber gemerkt haben, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der hat ja schon zweimal getroffen. Und dann hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Los, schieß, Junge! Achtung, jetzt brennt's! Zentimeter haben da gefehlt. Oh, der fliegt weiter, Ball. Gut verteidigt. Schönes Zuspiel jetzt. Cristiano Ronaldo. Ah, mit den Fingerspitzen kommt er dann auch dran. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Der Ball ist erstmal raus aus dem Strafraum und sie können hinten erstmal durchatmen. Cristiano Ronaldo.
Aktion. So, jetzt muss er den Ball nach innen ziehen. So, jetzt kommt die Flanke, aber genau auf den Torwart. Ganz weiter Ball vom Keeper. Cristiano Ronaldo. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt gelb. Gelbe Karte nach dieser rüden Attacke. Gut gesehen vom Unparteiischen. Das ist unfassbar, was der Torhüter heute hält. So, der Ball ist draußen. Gibt Eckball. Geklärt. Komm, jetzt müssen Sie schnell umschalten von Defensive auf Offensive. Cristiano Ronaldo. So, in der eigenen Hälfte ist er wieder im Ballbesitz. Ja, da spielt er den Ball weit nach vorne, findet seinen Mitspieler. Und der ist drin. Aus dieser Schussposition heraus war das Tor fast nur noch Formsache. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Ja, und dafür hat er das Auge, klasse gespielt. Das sieht gefährlich aus. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Ja, Cristiano Ronaldo. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgelutscht. Klasse Zuspiel. Machen Sie das Spiel auf, ziehen die Partie in die Breite. Ich glaube, unten auf der Bank sind Sie schon aufgesprungen. Den Ball haben Sie schon drin gesehen, aber der Torhüter ist noch da. Cristiano Ronaldo. Oh, klasse, mit den Fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den Ball gekommen. Ja, das war schon klasse, wie der den Ball genau auf den Mann zirkelt. Und die Fans fragen sich jetzt kurz vor Spielschluss, passiert da noch was? Erstklassiges Zuspiel. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. Und so viele Spielunterbrechungen gab es nicht. Es werden nur 2 Minuten abgespielt. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelig spielt. Natürlich sind er deswegen gelb. Oh, schon wieder gelb. Jetzt sollten Sie aber langsam aufpassen. Nee, das war zu schwach. Keine Schwierigkeit für den Keeper hier, den Ball abzuwehren. Cristiano Ronaldo. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Ein wunderbarer Pass. Ja, und das sieht gut aus, wie die Abwehrspieler da hinten die Räume eng machen. Und Achtung, Cristiano Ronaldo. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Sie haben heute verdientermaßen hier als Sieger die Partie beendet. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.